Hallo, hier kommt jetzt Teil 4 meiner Serie Schutz vor Verführung. In diesem Teil werde ich einige grundlegende Wahrheiten ansprechen in Bezug auf den biblischen Glauben, den wahren Glauben, weil ich der Meinung bin, die ganze Verwirrung, das ganze Durcheinander in der Ökumene-Debatte hat seinen Grund nur darin, dass die Vorstellungen vom Glauben so verschwommen sind und so weit weg sind von der Bibel. Wenn wir zurückkehren zum biblischen Original, dann löst sich und klärt sich der Nebel. Wenn wir das Original kennen, dann können wir die Fälschungen unterscheiden. Und das Original, der wirkliche Glaube an Gott, ist in der Bibel beschrieben und nirgendwo sonst. Die Bibel sagt, wirklicher Glaube ist ein Geschenk, das Gott austeilt. Und da gibt es denen, die eine grundlegende Bedingung erfüllen. Und diese Bedingung nennt die Bibel Buße. Das Wort bedeutet völlige Umkehr, das heißt sich abkehren vom Alten und hinwenden zum Neuen. Abkehren von der Unabhängigkeit, vom Eigenwillen hin zur Hingabe an Gott und Gott seinen Platz geben und gewähren, den er verdient. Das bedeutet Buße. Und so beginnt das Evangelium. Johannes der Täufer, er predigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann sehen wir Jesus und er predigt genau dasselbe, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Petrus zu Pfingsten, wir erinnern uns, der Heilige Geist wurde ausgegossen, die Apostel wurden erfüllt mit Heiligen Geist, die Menschen kamen zusammen und dann predigte Petrus und er predigte davon, dass sie Jesus, dass die Juden Jesus gekreuzigt haben, aber Jesus ist der von Gott verheißene Messias, auf den auch die Juden schon so lange gewartet haben. Und als sie das hören, dann sind sie völlig betroffen und sie merken, ihr bisherige Art von Glaube, der hat gar nicht funktioniert und sie kennen Gott nicht wirklich. Und darum fragen sie, was sollen wir tun, Brüder? Jetzt kommt die Antwort von Petrus, was sollen sie tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jesus Christus, das bedeutet der Mensch, Jesus von Nazareth, ist der Christus, ist der Messias, ist der, den Gott verheißen hat und nun endlich gesandt hat. Petrus hat nichts davon gesagt, dass sie einer Kirche beitreten sollen, dass sie religiöse Rituale vornehmen sollen, dass sie irgendwelche Pflichten religiöser Art regelmäßig irgendwie durchführen sollten, dass sie sich einem religiösen Führer, einem Menschen bedingungslos unterwerfen sollen. Nichts von alledem. Was Petrus sagt, ist, ihr müsst zu Gott kommen, ihr müsst raus aus der Unabhängigkeit und ihr müsst Buße tun, ihr müsst zu Gott kommen und ihn Gott sein lassen und ihm den Platz geben, der seiner würdig ist. Und genauso Paulus, Apostelgeschichte 26, Vers 20, dort sagt er, ich habe zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen jüdischen Land und den Heiden verkündigt, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Also die Buße, diese Umkehr, drückt sich in Werken aus. Das ist nicht einfach nur, ich wechsle das Glaubensbekenntnis, sondern es hat etwas mit meinem Leben zu tun. Es hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie ich Entscheidungen treffe. Buße soll Werke nach sich ziehen. Ohne Werke ist diese Buße nicht echt. Und es sollen Werke sein, die der Buße würdig sind. Das bedeutet, man kehrt von ganzem Herzen um, nicht formal irgendwie unterschreibt man etwas, wird Mitglied oder so etwas, sondern Gott ist Gott und Gott bekommt den Platz, den er schon immer haben wollte, den ersten Platz. Das ist seiner würdig, dass Gott den ersten Platz hat. Jesus sagt, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft, mit all unserem Verstand. So sollen wir Gott lieben. Er muss den ersten Platz haben. Alles andere ist seiner nicht würdig. Und wenn er den ersten Platz hat, dann darf er jetzt bestimmen und er darf in mein Leben sprechen und er darf sagen, wie ich mein Leben zu gestalten habe.
Und wenn diese Buße echt ist, dann werde ich keiner anderen Instanz oder keiner anderen Person das Recht geben, zu sagen, wie ich jetzt zu leben habe, sondern es ist alleine Gott, der sagen darf, wie mein Leben jetzt gestaltet werden soll. Und wir akzeptieren keine andere Lebensphilosophie, wir akzeptieren keine religiöse Instanz oder sonst irgendwas, die sich anmaßen, um zu sagen, wie wir leben sollen. Wir akzeptieren Gott, der zu uns spricht in seinem Wort. Das ist Buße. Und damit wird klar, ein Baby kann auf das Evangelium, selbst wenn es das hören würde, nicht so reagieren, weil es das nicht versteht. Ein Baby kann nicht Buße tun. Und deswegen nützt es auch nichts, ein Baby zu taufen, weil nicht die Taufe rettet, sondern die Buße ist der entscheidende Schlüssel. Und aufgrund der Buße gibt Gott diesen rettenden Glauben. Im Hebräer Kapitel 6, Vers 1 heißt es, dass der Grund gelegt werden soll mit der Buße von den toten Werken und dem Glauben an Gott. Auch hier wieder die gleiche Reihenfolge. Erst Buße, dann Glauben an Gott. Und es gibt tote Werke und Gott will keine toten Werke. Tote Werke sind, wenn wir aus religiösem Pflichtgefühl irgendwelche Dinge tun. Wenn wir formal unsere Sünde bekennen, aber nie die Absicht haben, die Sünde wirklich rauszuschaffen aus unserem Leben, nur um unser Gewissen zu beruhigen. Aber wir wissen genau, nachdem wir aus dem Beichtstuhl gegangen sind, wir werden dasselbe wieder tun, wir werden denselben Lebensstil weiterführen. Das ist ein totes Werk, das ist nicht Gottes würdig. Würdig ist, von ganzem Herzen umzukehren, zu bereuen und dann auch mit meinem Leben zu zeigen, ich will wirklich anders werden. Das heißt, Gott, lehre du mich, hilf du mir, wie dieser Bereich meines Lebens, meine Fantasie, meine Taten, meine Worte, wie das jetzt unter deine Ordnung kommen kann, unter deine Herrschaft kommen kann. Wer wirklich umkehrt, der wird danach belehrbar sein und der sucht nach Antworten und wird sie finden im Worte Gottes durch den Heiligen Geist. So, Buße von den toten Werken. Hier noch einige Schriftstellen, die das Wesen von wahren biblischen Glauben definieren. Johannes 3, 36, dort wird gesagt, Glaube ist gleich Gehorchen. Johannes 17, 17, Jesus sagt, er betet dort zum Vater für uns, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. So, wahrer Glaube ist der Beginn eines Prozesses der Wesensveränderung und das nennt die Bibel Heiligung. Petrus spricht davon, dass unsere Seelen gereinigt werden durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und die Wahrheit, das ist Gottes Wort. Seine Ansichten, seine Sichtweisen, das ist die Wahrheit. Und das ist objektiv. Außerhalb von uns und es besteht, ob wir es glauben oder nicht, ob wir es anerkennen oder nicht. Aber um diese kraftvolle, objektive Wahrheit in unserem Leben zu haben, braucht es noch etwas anderes. Es braucht eine innere Wahrhaftigkeit. Psalm 51, Vers 6. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mich Weisheit lehren. Lust an der Wahrheit im Innern. Um die objektive Wahrheit überhaupt zu erkennen, braucht es eine Wahrhaftigkeit. Wer diese Wahrhaftigkeit nicht hat, weil er sich selber immer noch was vormachen will, weil er nicht Buße getan hat, wird das Licht Gottes nicht bekommen. Deswegen sagt Jesus, will jemand den Willen Gottes tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich aus mir selbst rede. Menschen, die die wahre, richtige Gesinnung haben, sie hören die Worte Jesu und sie wissen, das ist Gott. Das ist, was Gott mir sagt. So, es braucht diese innere Wahrhaftigkeit. Ja. Das ist der Grund, warum es Menschen gibt, die sich intensiv, vielleicht über Jahre und Jahrzehnte mit dem Glauben, mit Theologie beschäftigen können und sie kennen Gott nicht und sie haben keine Beziehung zu ihm und sie versuchen Wissen anzuhäufen. Die Pharisäer waren solche Leute, sie studierten die Schriften, das war ihr Beruf
Und sie wussten alles, was die Propheten geschrieben hatten über den kommenden Messias. Und als der Messias vor ihnen stand, konnten sie ihn nicht erkennen. Weil nur Gott kann die Augen auftun, die verfinstert waren durch die Sünde. Nur Gott kann die Augen auftun und dann kann man Gott erkennen. So, es braucht Wahrhaftigkeit. Wer auf seinem Standpunkt beharren will, wer sagt, das habe ich schon immer so geglaubt, das hat der Pfarrer mir gesagt, das ist, wie wir es machen und so wird es auch bleiben. Wer die Richtigkeit seiner Kirche beweisen will, ganz egal, was die sagt, auch wenn die etwas sagt, was gegen die Bibel ist, wer einfach sagt, das ist mein Glaube und dabei bleibt es, der wird die Wahrheit nicht erkennen. Ich zitiere mal aus meinem Brief an Johannes Hartl. In ihrer Botschaft Zeugnis für die Wahrheit, das ist eine Predigt, die er gehalten hat, oder eine Lehre, die mir sehr gefallen hat, sagen sie zu Recht, zu unterscheiden, was ist wahr und was ist falsch, ist nicht böse, sondern ein Akt der Liebe. Nur möchte ich Sie bitten, das nicht nur auf moderne Irrlehren anzuwenden, sondern in gleicher Weise auch auf ganz alte Irrlehren, die es leider gibt in der von Ihnen so geliebten katholischen Kirche. Lieben Sie Ihre Kirche und vor allem die Menschen, die im System der katholischen Kirche gefangen gehalten werden, mit der Liebe Gottes. Helfen Sie den Menschen zu unterscheiden, was ist wahr und was ist falsch. Etwas später erfolgte dann die Veröffentlichung seines Buches Katholisch als Fremdsprache und dann war eindeutig zu erkennen, dass Johannes Hartl zu dieser Art von Liebe zu seiner Kirche nicht bereit ist. Er ist nicht bereit, die Lehren seiner Kirche am Wort Gottes zu messen, so wie er das mit den falschen Lehrern von Emerging Church getan hat. Paulus spricht von religiösen Gläubigen in 2. Timotheus Kapitel 3. Sie haben die Form, die äußere Form eines gottseligen Lebens. Und dann sagt er, sie studieren andauernd, sie lernen andauernd, aber sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist das nicht schrecklich? Sie bemühen sich sogar. Sie investieren Zeit und Kraft und Mühe und sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum nicht? Ein bisschen weiter unten dann erklärt er, sie widerstehen der Wahrheit. Diese Leute widerstehen der Wahrheit. Die wollen die Wahrheit nicht haben. Und er sagt, deshalb ist ihr Denken verdorben und sie sind unfähig zum Glauben. Deswegen habe ich in einer früheren Ausführung schon gesagt, dass die Liebe zur Wahrheit, die wir annehmen, das ist unser Schutz. Unser Schutz vor Verführung besteht darin, dass wir Liebe zur Wahrheit annehmen. Nicht, dass wir alle möglichen Irrlehren studieren, sondern die Liebe zur Wahrheit annehmen. Und die Wahrheit ist zu finden in der Bibel, in Gottes Wort. Und Gott redet zu uns durch sein Wort und er teilt uns seine Sichtweisen mit. Jesaja 55, Vers 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken sind anders als unsere. Das bedeutet aber nicht, dass man die Gedanken Gottes nicht kennenlernen kann. Gott hat uns seine Gedanken mitgeteilt in seinem Buch, in der Bibel. Und wenn wir jetzt mit Gott leben wollen, dann müssen wir mit ihm übereinstimmen. Amos 3, Vers 3 sagt, wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Wenn wir mit Gott gehen wollen, wenn wir ein Leben an seiner Seite führen wollen, mit seinem Segen, dann müssen wir mit ihm einig sein, dann müssen wir mit ihm übereinstimmen. Eine neutestamentliche Parallelstelle zu dieser grundlegenden Wahrheit des Glaubens wäre Römer 12, Vers 2. Dort sagt Paulus, wir müssen herauskommen aus der Anpassung an die Welt. Wir dürfen nicht mehr konform sein. Mein Licht geht aus. Okay, weiter. Wir dürfen nicht konform bleiben mit der Welt, sondern wir sollen jetzt unser Denken erneuern. Und nur dann sind wir imstande, den Willen Gottes zu erkennen. Nur dann sind wir imstande. So, wir müssen das Wort Gottes studieren, unsere Gedanken erneuern, herausfinden, wie denkt Gott?
Wie denkt Gott über Glauben? Wie denkt Gott über Gemeinde? Wie denkt Gott über Sünde? Wie denkt Gott über Ehe? Wie denkt Gott über Kindererziehung, über Geld? Gott hat seine Sichtweisen und er möchte uns die mitteilen. Und das sind wunderbare, heilsame, segensbringende Ordnungen, die er uns da mitteilt. So, wir können Gott nur kennenlernen, wenn wir mit ihm übereinstimmen. Wenn wir sagen, ja, ich stehe in der Bibel, Kindertaufe macht eigentlich gar keinen Sinn, aber wir haben das immer so gemacht und das werden wir jetzt auch weiter so machen. Das stimmt nicht mit Gott überein. Und genauso mit irgendwelchen anderen religiösen Praktiken. Wenn das Wort Gottes uns sagt, das ist die Wahrheit, dann ist alles, was damit nicht übereinstimmt, von uns zu verwerfen. Und es ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führen will. Und er tut das anhand der Schrift. Hier zwei Zitate aus dem Westminster Bekenntnis von 1647, als die Reformation gerade so durchgebrochen ist. Es kommt unsere volle Überzeugung und Gewissheit aus ihrer, gemeint ist die Bibel, aus ihrer unfehlbaren Wahrheit und ihrer göttlichen Autorität, aus dem inneren Wirken des Heiligen Geistes, der durch und mit dem Wort in unseren Herzen Zeugnis gibt. Das ist, was der Heilige Geist tut. Durch und mit dem Wort gibt er Zeugnis in unserem eigenen Herzen, dass wir wissen, das ist die Wahrheit. Das ist, was Gott will. Ich brauche nicht einen Priester oder irgendeinen anderen Menschen, der mir sagt, das ist richtig. Ich finde es selber heraus aus der Bibel durch den Heiligen Geist. Und hier noch ein zweites Zitat aus diesem Westminster Confession. Alles ist an der Schrift zu prüfen. Der oberste Richter, vor dem alle Religionsstreitigkeiten zu entscheiden sind und alle Konzilsbeschlüsse, Meinungen der alten Schriftsteller, Lehren der Menschen und Meinungen Einzelner zu prüfen sind, kann niemand anders sein als der Heilige Geist, der in der Schrift redet und in dessen Urteil wir zur Ruhe kommen müssen. Also müssen wir diesen wunderbaren Lehrer, diesen Heiligen Geist kennenlernen und ihn willkommen heißen in unserem Leben. Und das tun wir, indem wir anerkennen, er lehrt uns durch sein Buch. Er ist ja der Autor des Wortes Gottes und er lehrt uns durch die Bibel. So, wir unterordnen uns dem Heiligen Geist, indem wir uns seinem Wort unterordnen. Und dann kommt Schritt für Schritt Klarheit in unser Leben hinein. Zum Schluss möchte ich noch auf ein kleines, aber wie ich finde, sehr wertvolles und wichtiges Booklet hinweisen. Und das heißt, das Wort Gottes, die Rolle der Heiligen Schrift im Leben der Gläubigen. Und jeder, der dieses Video hier anschaut und uns anschreibt, bekommt dieses kleine Booklet kostenlos zugesandt über die Rolle der Heiligen Schrift im Leben der Gläubigen. Okay, das war's jetzt für heute. Demnächst geht es dann mit einem spannenden Thema weiter über Richten. Wir dürfen nicht richten, sagt die Bibel und sagen viele Leute. Was hat es damit auf sich? Das kommt in Teil 5. Okay, bis dann.